sehen Sie heute bei Sportfreunde Pocher im direkten Duell Bushido gegen Flair. Eiersalat. Meine Eier, was habe ich mit deinen Eiern zu tun? Nix. Und Steve Thieloke gegen Tim Lobinger. Das war das Ding! Außerdem Besuch aus München. Ich bin der Marc von Bommel, bin knallharter Typ. Hier durch die Ellenbogen habe ich schon einige dran verbissen. Verdammte Scheiße! Absolute Gurkentruppe. Kommen hier schön hin, schön tätowiert, große Fresse, schön locker. Hey, hey, hallo mir. Schick die nach Hause. Ich nehme mal den ganzen Haufen kaputt. Ein Trikot kriegt auf jeden Fall jetzt von mir für das Spiel. Und das Kompetenzteam sucht heute aus den Kandidaten die Spieler für die Offensive. Und heute suchen wir den besten Stürmer. Nicht nur einen, wir brauchen nicht nur einen. Ja, wir brauchen ein ganzes Sturmbataillon. So. Sozusagen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, holen wir sie rein. Die ersten 8 Kandidaten, bestehend aus Prominenten und Amateurkickern. Nur 4 von diesen 8 erhalten am Ende des Tages das begehrte Trikot und schaffen es so in die Mannschaft, die am 25. Juli auf Schalke die einmalige Chance hat, gegen den großen FC Bayern zu spielen. Erstmal schönen guten Morgen, schön, dass ihr alle da seid. Heute wieder zu einem neuen Wettkampf. Es geht um den Sturm und wir werden euch natürlich in einem knallharten Casting stellen, um den Traum zu leben, gegen die Bayern in diesem Stadion vor ausverkauftem Haus am 25. Juli anzutreten. Wir werden euch jetzt in 2er-Duellen gegeneinander antreten lassen. Die Chancen sind für alle gleich. Damit viel Freude und Spaß und mit dem nötigen Ehrgeiz. Erfolgreichen Tag höchstwahrscheinlich. Ja. Bis gleich. Hoffentlich klatsche nachher auch noch an. Ja, heute Abend. Sind wir mal gespannt, was es heute geben wird. Ja. Das ist für mich das interessanteste Duell heute, Bushido und Flair. Kennt ihr Bushido? Ja. Ja. Das sind also die harten Jungs hier, die wir haben. Oder so. Auch vor allem mit Entourage. Das kann sein, dass wir auch dann vielleicht persönlich mal... Mal vor die Schnauze kriegen. Ja, also wollte ich nicht auch. Bei alten Leuten sind die meistens nicht so brutal. Hey. Vorsicht. Ja, ich meine, so ab 35. Geht das jetzt schon los? Oh, ja, schöner Tag heute, glaube ich. Ja? Na, wir werden mal sehen. Das werden wir mal sehen, ja. So. Was ist los hier? Wollen wir anfangen? Das erste Duell des Tages bestreiten die beiden Rapper Flair und Bushido. Ja, Tag hier, mein Name ist Bushido, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Berlin und mache Musik. Ich gedacht, egal, ich sage heute einfach, ich bin 18, 19. Und dann vielleicht sieht mich einer im Fernsehen, der denkt dann, boah, der kann voll gut Fußball spielen und so, vielleicht kriege ich irgendwo einen Vertrag, dann brauche ich nicht mehr rappen, verdiene ich mehr Geld mit Fußball. Ich denke mal, ich habe so auf jeden Fall den Killerinstinkt und ich suche den direkten Weg zum Tor und das ist auf jeden Fall meine Stärke, meine Schwäche ist so, ich schreie ziemlich viel rum. Und sie schreien, hey, hey. Ich habe schon mal eine rote Karte bekommen wegen Meckern, weil ich habe den Schiedsrichter geschlagen. Ich war auch hinterher so in der Anti-Aggressionstherapie auch deswegen und ich habe mich ganz gut unter Kontrolle und so. Nimm jetzt Haltung an! Hallihallo, ich bin der Flair, ich komme aus Berlin, ich bin 27 Jahre alt und vom Beruf bin ich Rapper. So, meine Schwächen sind, glaube ich, die Kondition, weil ich bin also ein bisschen, weißt du, habe ja ein bisschen mehr auf den Hüften. Rainer Kalmund ist auf jeden Fall Atze, mit dem möchte ich mal gern ein bisschen kuscheln. Jetzt gib Gas und mach nicht mehr den Scheiß, sonst kriegst du eine Briefmarke auf den Arsch. Da bist du aber wirklich weg. Er ist ein cooler Typ, ich mag den, der ist mir sehr sympathisch. Oh Mann. Sportlich. Ja, ja. Sieht anders aus. Und wo hast du deine Hände? Weißt Entschuldigung. Also, aha, gut, alles klar. Na, kein Problem. Im Moment wirkst du so ein bisschen anfangs mit der Hände in der Tasche. Ich bin ein bisschen so, als wenn du Vertreter von Schlaftabletten wärst. So Jungs, heute erste Übung. Tore machen, Tore machen, Tore machen. Auf Flanken von der Seite. Ob es jetzt mit dem Kopf ist oder einmal annehmen, spielt alles keine Rolle. Ja. Wir erwarten auch von euch eine gewisse Funktion. Also gerade alleine tattoo-mäßig ist keiner von den Bayern so bestückt wie ihr. Ja. Das ist Bemalung. Hoffentlich geht doch so zur Sache. Yeah. Nicht nur schön bemalen und dann La Paloma da. Schön backe, backe Kuchen, ringele, ringele Röschen, so im Kindergarten. Ne? Das muss man gleich mal sehen. Gut, fangen wir an. Uli, komm, sofort im Tor. Komm, was die Spieler jedoch jetzt erst erfahren, überwinden müssen sie den ehemaligen Nationaltorwart Uli Stein. Ja, ich bin's ja gar nicht. Probieren wir mal einmal. Ja. Ja, das war trotzdem ganz gut, Jung. Nicht immer mit Gewalt, auch ein bisschen Gefühl. Auf geht's und komm. Ja, hallo.
Achtung! Ja, so geht doch alles. So will ich das sehen. Verrückte. Also, er hat mich abgelenkt. Ja, was heißt, sie wird abgelehnt? Du kannst auch nicht am Platz stehen da in der Arena da und du sagst, oh, der hat mich abgelenkt, die Zuschauer. Was ist hier los? Und jetzt? Ja. Oi, oi, oi. Noch viel Fisch, du kleiner Drecksack. Ja, sie sehen schon in der Bewegung. Schön dran geblieben. Ach, aufpassen, hier muss man wach sein beim Training. Achtung! Oh! Oh, was ist da passiert? Ja, was ist das dann? Oh, komm. Immer. Eiersalat. Meine Eier. Meine Eier, was habe ich mit deinen Eiern zu tun? Nix. Kopfeier, alles kaputt. Was mit Kopfeier, alles kaputt? Was ist das denn? Komm mal kurz her. Kopfeier, alles kaputt. Ja. Alles im Arsch. Ja, ich hoffe nicht. Ja. Ja, ich hoffe auch nicht. Ja, aber es war ja schon mal sehr interessant. Technisch auf jeden Fall beide. Sehr schöner Kopfball gleich am Anfang. Dann würde ich sagen, könnt ihr euch ausruhen ein bisschen. Ein bisschen ausruhen, bis zur nächsten Übung. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. Okay. 68. Ja, ich muss auch sagen, technisch sehr begeistert. Vielleicht müssen solche Jungs einfach öfter mal Fußball spielen auf der Straße. Dann würden die nicht sich tätowieren lassen und so aggressive Lieder singen. Und das geht. War doch nichts, Mann. Das war doch gar nichts. Ja, immer tat es weh. Da wollte ich halt mit dem Bauch, also mit der Brust annehmen. Dann ist es leider ein bisschen tiefer gegangen. Aber wie gesagt, also ich habe schon härtere Sachen mit den Kronjuwelen erlebt. Die sind das gewohnt, wenn ihr versteht, was ich meine. Oder auch nicht. Das beeindruckt mich jetzt auch nicht so. Ich meine, haben sie sich jetzt mal einen Türsteher irgendwie aus NRW geholt, aber das ist mir relativ egal eigentlich. So einen Typen kennen wir in Berlin zu Genüge, Alter. Das ist gar kein Problem. Und was ist mit euch los? Seid ihr müde oder was? Werden die harten Rapper an dem Türsteher vorbeikommen? So, Jungs. Zweite Übung. Fußball ist ja schön, aber ist ein Männersport. Das muss ich kämpfen, das könnt ihr ja beide. Werner. Jungs, ich will euch sehen, wie ihr unseren Abwehrspieler ausspielt. Ich bin der Marc von Bommel, bin ein knallharter Typ. Hier, das ist der Ellbogen, da habe ich schon einige dran verbissen. Und das ist der Knochen.